zu einem Video. Alles ist blau. Heute mal wieder Dampferzeit. In meinem Fall halt mal was Neues. Mal wieder. War das da nicht genug? Ein schönes Maschinchen, ja? Manche kennen das. Die hat man mal gekauft, mal rumgespielt. Jetzt war natürlich defekt, funktioniert nicht mehr. Hat mal reingeguckt. Das ist schön, dass man mit diesem Magnetdeckel hier, der gefällt mir richtig gut. Und mir ist mir aufgefallen, muss mal hier gucken, ich will nicht mehr so ein Scheißboard. Das sind hier so eine, beim Schalter, ganz dünne Kabellage. Wollt mich manchmal fragen, bei der Spannung ist weiß nicht viel, aber bei uns hier beim Dampfen, die Ströme, die hier laufen, ich bin dabei, das kann nicht funktionieren. Ja. Das ist so ein schwacher Punkt. USB ist, das kann nur kaputt gehen. Weil, wie gesagt, bei 0,1 Ohm, das ist mal bei 40 Ampere. Ich weiß nicht, ob das Kabel überhaupt aushält. Das ist Millimeter dick, wenn überhaupt. Die anderen Kabel sind ja schon dick, die verbaut sind hier drin. Man sieht es mal so schlecht hier, weil das schön. Schwarzes Kabel, schwarzer Untergrund. Hier sieht man, das Kabel ist ein bisschen dicker. Und das hier ist so hochdünn. Das ist ja eigentlich Frechheit. Ich versuche mal, die umzubauen, weil ja gesagt, hier kann man Spannung einstellen. Das wird bei mir dann nicht mehr funktionieren. Was ich mir überlege, ich werde erstmal Platine rausnehmen, Kabel hier wegmachen, neu verbinden. Am Taster versuche ich mal, ein neues Kabel anzulöten. Ich weiß nicht genau, ob das der Taster kaputt ist oder die Platine. Ich werde mal testen. Aber ich nehme eher an, es wird die Platine sein. Wenn das nicht funktionieren sollte, werde ich mal versuchen, diesen Taster reinzukriegen. Weil laut Dicke könnte es sogar hier reinpassen. Weil ich will auch dieses Akkufach, was drin ist, behalten. Weil die sind besser als meine Akkuhalterung. Ich meine, halt preiswert. Und das wird man direkt mal testen. Mal den Akku rausholen, Kabel abmachen, Taster rausnehmen, neues Kabel anlöten, wieder rein, verbinden. So dass ich praktisch, wie sagt man, halbmechanisch hat. Ja, dass ich es ohne Platine einfach direkt Feuer ist Feuer. Jo. Das wird direkt mal probieren. Ich hoffe, das funktioniert. Ich bin eigentlich guter Dinger. Wenn es funktioniert, habe ich endlich mal eine vernünftige Box. Ihr kennt da die anderen aus Holz und sowas, die ich schon mal vorgeführt habe. Daher, das war was anderes. Müsste funktionieren, davon gehe ich aus. Ich werde dann nachher, wenn ich hier umgebaut habe, nochmal zuschalten. Dann werden wir mal zusammen probieren, was dabei herauskommt. Sag mal, ich mach mal schauen. Mann, ey, so viel Quatsch immer. So, dann würde ich sagen, ich hoffe nur, meine Wabuklemmen passen hier rein. Weil viel Platz habe ich nicht. Aber theoretisch müsste. Ich werde es probieren. Das ist ein anderes Problem. Da sag mal, ich fange an zu basteln. Weil nicht, dass das Video nicht zu viel Pause hat. Jetzt aber mal, bis gleich, ja. So, bei deinem Kartex. Ich habe jetzt mal alles rausgenommen. So sieht es aus. Der alte Taster ist drin. Platine habe ich hier abgemacht. Man sieht, dass da drei Wago-Klemmen. Die habe ich mal reingemacht. Miteinander verbunden. Jetzt bin ich mal gespannt. Platine, wie gesagt, gibt es nicht mehr. Was ich manchmal verstehe, wenn man so ein scheiß dünnes Kabel da reinmachen kann. Aber, naja, zeig mal hier so ein altes Tuch. Kann mit reinmachen. Nochmal
2. Ich bin auch schon froh, dass Plus Minus hier dran ist. Oder Plus Minus bezeichnet ist. Jetzt muss ich einen scheiß Lappen einkürzen. Aber ja. Gut. Nicht aufgepasst immer. Boah, ihr seht, Deckel hält. Ich bin mal gespannt, ob es funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Cool wär's. Der Geld sparen, das schöne Maschinchen, umgebaut. Mal gucken. Dann Daumen drücken. Ja, ich muss ein bisschen umbauen. Weiter, da klopft das Spiel, ist nicht da. Also, werde ich mal umbauen. Schöner Scheiße. Warum? Bauen wir wieder weiter. Hat doch kurz funktioniert. Muss echt dieser scheiß Knopf sein. Aber egal, das ist mal da, um mal rumzuspielen. Also, Taster kaputt. Ich werde nochmal bauen. Bis gleich. Da sind wir wieder. Ich habe mal wieder umgebaut. 9,15er Anschluss, weil der andere sah ein bisschen komisch aus. Da war auch die Lötstellen ein bisschen komisch. Ich weiß zwar nicht, wer so ein scheiß baut. Irgendwie war das ein bisschen frisch. Ich meine, vielleicht China-Ware, man weiß es nicht. Aber ich bin froh, ich habe das Edelbargo mich gespart. Ich bin ja direkt vom Pluspull vom 15er auf den Taster raufgegangen. Ich meine, die war nicht angelötet, nichts, brauche einfach nur verlängern. Da hat eine Waage geklemmt, hat mehr Platz drin. Gesagt, das Board hat ja schon eingeschnippelt. Jetzt bin ich mal neugierig, ob es funktioniert. Schön ist auch, Dosendeckel ist richtig zu. Vorteil, weil ich, wie gesagt, nur zwei Waagos habe. Genial. Jetzt mal testen direkt. Perfekt. Endlich mal eine vernünftige Dose. Dose kann man nicht sagen. Eine Rätsrette. Umgebaut. Die erste selbstgebaute, wo man die Vorlagen schon hatte. Das haben nur Taster und 15er getauscht. Fertig. Und natürlich mal die Akkuhalterung. Die ist vernünftig, stabil. Freut mich besser als mit anderen. Das sind auch schöne Dosen, aber ihr kennt das ja mittlerweile. Ich kann dieser, ja, man sieht es beschissen jetzt. Also ich finde ja die hochgeil, die Dinger. Aber das ist immer diese Akkus, die ich ein paar Mal getauscht habe, reiben die ab, dann muss ich die immer neu Folie rummachen, weil irgendwann der Minuspol oben frei liegt und dann muss ich immer neu bearbeiten, dass ich da keinen Kurzschluss habe. Aber nichtsdestotrotz, das ist das Thema. Ich bin froh, es funktioniert. Hätte ich mal was Vernünftiges gefunden. Ich bin zufrieden. Sieht doch vernünftig aus. Ich mag es. Ich will mal weiter gucken. Vielleicht finde ich irgendwann mal noch weitere so eine. Ich wollte gerade Dosen das sagen. Dosen ist da falsch. Neue Maschinen, wenn sie kaputt sind. So ein bisschen Platz haben wir zum Basteln und dann geht's weiter. Ich bin begeistert, optisch geil. In meinen Augen. Und keiner sieht, dass es selbst gemacht ist. Jetzt hat man richtig Geld gespart. Es ist halt ärgerlich, dass sie kaputt war, aber positiv. Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl kriegt man alles hin. Ich bin begeistert. So, das soll es auch schon gewesen sein.
bisschen genießen. Wer es sonst gemacht hat, kann gerne ein Abo da lassen. Abos sind da kostenlos, hätte ich mal sagen lassen. Unten noch einen kleinen Link von Matthias, sein Kanal. Der macht Lost Places. Wenn mal Zeit ist und Langeweile, einfach mal reinschalten. Empfehlenswert. So, das war's aber wirklich jetzt. Ich verabscheue mich und sage, bis dahin, gut Dampf.